Heute will ich euch einige Highlights der Münchner Bürowelt vorstellen. Um direkt in das Thema einzusteigen, habe ich mich entschieden, in dem neuen Bürowelten von Steelcase zu sein. Das Learning and Innovation Center hat sein neues Büro im Brenner Forum bezogen. Der weltweit größte Büromöbelhersteller zeigt mit seinem eigenen Büro eindrucksvoll, wie die neuesten Trends im Bereich Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsweisen umgesetzt werden können. Zusammen mit den neuen Bürowelten ist das Thema Coworking immer mehr auf dem Vormarsch. Hier wurde ein Rekordwert von über 35.000 Quadratmeter Vermietungsumsatz durch Coworking-Anbieter erzielt. Die Flächen im Schwabinger Tor bieten im Wohnzimmer-Style der neuen Friends Factory trendige Räume für kreative, kleinere Start-ups, aber auch für große Unternehmen, die die neuen Arbeitsformen testen wollen. Die kultigsten Loftbüros im Industriestyle sind beim Umbau des ehemaligen Heizkraftwerkes in Obersendling entstanden. Schornsteine als Treppenhäuser und Meeting Points, spektakuläre Panoramablicke und Eventterrassen. Natürlich sind solche Loftflächen in München Mangelware, was sich auch in den Mieten widerspiegelt. Die erzielten Mieten liegen bei 25 Euro und sind damit ca. doppelt so hoch wie in der Nachbarschaft. Mit 80.000 Quadratmeter werden die in 2018 fertiggestellten Bavaria Towers ein neues aufstrebendes Stadtviertel im Münchner Osten prägen. Die drei Bürotürme und der Hotelturm sind architektonisch einzigartig, hochwertig ausgestattet und repräsentativ. Insgesamt werden in München ca. 240.000 Quadratmeter Bürofläche nächstes Jahr fertiggestellt, wovon allerdings bereits jetzt schon ca. 50% vermietet sind und somit eigentlich zu wenig Büros in Anbetracht der hohen Nachfrage zur Verfügung stehen. Vielen Dank an euch, euer Peter Wiegelmeier und das Colliers-Team.